Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Market Insight, präsentiert von GKFX. Nach dem Nein beim griechischen Referendum ging es für den Markt erstmal abwärts. Die heftigen Kursturbulenzen, die sind aber ausgeblieben. Yannis Varoufakis ist zurückgetreten. Von Alexis Tsipras und dem neuen Finanzminister hat man nun natürlich schnelle Vorschläge erwartet. Und die gab es tatsächlich auch. In der Nacht zu Freitag wurden Reformpläne vorgelegt. Die müssen jetzt allerdings noch durchs Parlament. Man hat auch in dieser Woche wieder auf China geblickt und die Achterbahnfahrt dort an den Börsen. Zwischenzeitlich ging es wieder runter, aber dann scheinen die Gegenmaßnahmen der Regierung doch Wirkung zu zeigen, zumindest erstmal. Und als wären das in dieser Woche nicht schon genug Turbulenzen, hat man auch an der New York Stock Exchange zu kämpfen gehabt, nämlich mit einer technischen Panne, die den Handel komplett lahmgelegt hat. Immerhin, es war kein Hackerangriff. Außerdem hat die Fed ihr Protokoll vorgelegt. Das kam am Markt gut an, denn anscheinend hat man es nicht so eilig mit der Zinswende in den USA. Außerdem hat traditionell Alcoa die Berichtssaison in den USA eingeläutet, hat mit den Zahlen aber ein wenig enttäuscht. Gerade beim Gewinn, hier gab es 19 Cent die Aktie. Experten hatten mit ein bisschen mehr gerechnet, mit 23 Cent. Also hoffen wir einfach mal, dass die Alcoa-Zahlen nicht schon mal ein Omen für die gesamte US-Berichtssaison waren. Kommende Woche gibt es dann quasi eine Art Neuauflage zum Griechenland-Showdown, denn der Zeitplan ist eng. Freitagabend soll das griechische Parlament über die Reformvorschläge abstimmen. Am Samstag geht das Ganze dann in die Eurogruppe und am Sonntag gibt es dann den x-ten EU-Gipfel zum Thema Griechenland. Mit der spannenden Frage, gibt es weitere Kredite oder nicht? Denn tatsächlich legt Griechenland ja die Reformvorschläge nicht zum Spaß vor, sondern knüpft das an die Bitte um neue Milliardenhilfen. Außerdem haben wir in der kommenden Woche mal wieder eine ganz reguläre EZB-Ratssitzung mit anschließender Pressekonferenz. Die US-Notenbank Fed legt ihr Baseball, also den Konjunkturbericht, vor und die US-Berichtssaison geht weiter. In der kommenden Woche mit sehr vielen Banken, die Zahlen vorlegen, unter anderem Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Goldman Sachs und die Bank of America. Außerdem aber auch Intel und General Electric auf dem Plan des Marktes. Dann haben wir noch Daten, nämlich die Verbraucherpreise und Realeinkommen für Juni aus den USA, außerdem der Philly Fed Index und die Verbraucherstimmung der Uni Michigan. Ein paar Daten gibt es natürlich auch noch aus der Eurozone, unter anderem die Verbraucherpreise und die Industrieproduktion. Und aus Deutschland sehen wir die ZEW-Konjunkturerwartungen für Juli. Mehr Market Insight unter gkfx.de. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.